Hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Mirko. Ich bin inzwischen bei meinen Puppenspielern eingezogen. Das ist mein Zimmer, mein Bett, Kissen. Naja, aber ich verstehe Krise ja auch immer als Chance, nicht wahr? Und ich habe für euch was ganz Interessantes. Mir ist es gelungen, ich glaube weltweit als erster, Puppenspieler in ihrer natürlichen Umgebung, in ihrem Zuhause, in ihrem Bau aufzunehmen. Ja, schauen Sie sich das mal an. Ja, richtig possierliche Wesen, solche Puppenspieler, nicht wahr? Für den unkundigen Laien vollkommen unverständlich. Absurd, abstrakt, man fragt sich, was machen die da? Deswegen habe ich für Sie das Ganze einfach mal übersetzt. Das ist ja für Sie vielleicht auch nicht ganz uninteressant, was so ein Puppenspieler so sagt. Da kann man die vielleicht auch mal besser verstehen, nicht wahr? So, und ab. Wenn Brot sich in Toast verwandelt hat, kann es sich nie wieder in Brot zurückverwandeln. Ja, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Du meinst, für mich als Brot ändert sich das Sein durch Toasten? Also wird mein Bewusstsein Toast? Nein, Toastbrot. Ja, ich halte Sie auf dem Laufenden. Gute Nacht, meine Lieben.